Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ja, wir sind mittlerweile im, ich glaube, 48. Part, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, da hinten war der Händler, dem ich ein paar Wasserfälle noch abgekauft habe. Und jetzt muss ich schauen, dass ich hier irgendwie ungesehen an diesen Wachen vorbeikomme. Nacken schmerzt. Was eigentlich gar nicht so viel schwer sein dürfte. Da ist ein Vogel, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist sehr gut, dass ich den jetzt noch entdeckt habe. Und ich werde mal zusehen, dass ich hier möglichst leise rüberkomme. Okay. Also hier auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall schön dunkel. Das ist doch schon mal gut. Da ist noch ein Vogel. Ist schön. So, hier speichere ich einfach erstmal kurz. Wenn man in diese Schränke reingeht, speichert man ja immer. Das ist wundervoll. Ach, diese Scheißvögel. Die würde ich am liebsten alle erschießen, ey. Okay, da ich jetzt wieder ein, zwei, drei, vier Wasserpfeile habe, kann ich die ja auch nutzen, um hier ein bisschen dunkler zu machen. Da vorne der Fritze sollte mich eigentlich nicht bemerken. Was für eine Rotunde meint er eigentlich? Was ist eine Rotunde? Ich habe keine Ahnung, was der meint. Ich weiß doch nicht, wovon du redest, mein Freund. Rennt hier irgendwo einer rum? Sieht aus, als wäre das Öl. Ist aber keins, ne? Da unten könnte noch irgendwas sein. Ja, hier oben auch. Davon ab. Eigentlich würde ich mich ja voll gerne noch umschauen, aber ich habe halt Angst, dass ich dann... Okay. Okay, ich versuch's. Warte. Es ist mir zu schade, die ganzen Sachen hier dann liegen zu lassen. Das wäre doch Verschwendung, ehrlich. Okay. Wir können feiern, wenn wir diese Katakomben verlassen. Hier scheint keiner zu Männer hat sein. sich die Dunkelheit geholt. Würde der da hinten mich sehen? Nein. Ich dachte, das Ich kann hier wäre die nur ein Kerzen Traum. ausmachen. Ein Vogel interessiert das einen Scheißdreck, ob ich die Kerzen ausmache. Dem wird wahrscheinlich nur ein bisschen kalt. Okay, wo komme ich denn hier hin? Relativ weit nach oben. Zu weiteren Kerzen. Aber keine Wachen. Coole Sache. Dann mache ich erstmal hier das Licht wieder aus, wie immer. So, noch ein Schriftrollenhalter, eine Geldbörse und ein Schrank. Wundervoll. Da ist nichts. In der Mitte. Ein Tintenfass. Und da oben, das würde ich gerne noch mitnehmen. Dankeschön. Wenn das jetzt wirklich die letzte Mission ist, ist das eigentlich voll unsinnig, dass ich das alles mitnehme. Aber was soll's? Was man hat, das hat man, oder? Würde ich mal stocksteif behaupten. Der da hinten? Die könnten mich sehen. Die könnten mich, glaube ich, alle beide sehen. Oh, jetzt bleibt er da stehen und guckt hier rüber, der Fraggle da hinten. Ey. Oh, ihr habt noch was Glitzerndes. Ihr habt da noch was Glitzerndes. Wartet, ich speichere mal ganz kurz. Dann versuche ich mal im Eilschritt hier rüber zu huschen, ohne dass mich jemand bemerkt. Da ich ja jetzt wieder raushauen kann hier, mache ich die scheiß Fackel da vorne mal aus. Ja, jetzt wird es hier aber hell, ne? Halalalalalala. Okay, oh, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Komm schon, nein. Krabums. Halt ihn fest, schön festhalten. Nicht wegwerfen. Okay. Ich versteck dich mal hier um der Ecke. Beim letzten Mal habe ich nämlich das Problem gehabt, dass meine, Du, das sieht nach nervösen Zuckungen aus. Ich würde das mal bei einem Arzt untersuchen lassen. Das ist nicht gesund. Beim letzten Mal hatte ich ja das Problem, dass mein Opfer entdeckt wurde und deswegen, ja, war halt nicht gut. So. Da kommt er wieder. Kommt er wieder? Das ist noch die Frage. Ah, hier ist noch einer. Kommt er auch hier rüber? Oder läuft er nur da hinten längs?
Ich habe übrigens herausgefunden, der läuft überhaupt nicht mehr, auch nicht schlecht. Ich habe übrigens herausgefunden, dass es tatsächlich 100.000 verschiedene Wege gibt, wie man dieses Spiel spielen kann. Und habe, als ich mir das Let's Play von unter anderem ein Quantum Pro und Beam, sind halt beide sehr, sehr coole Let's Player, als ich mir die Let's Plays von den beiden angeschaut habe, wie die Thief gespielt haben, habe ich, wie gesagt, festgestellt, dass es wirklich jede Menge Wege gibt, dieses Spiel zu spielen. Und eigentlich wollte ich immer mal sehen, wie, halt, ich habe eigentlich erwartet, wenn die Jungs das gespielt haben, dass sie halt denselben Weg genommen haben wie ich, hat aber keiner von beiden, sondern... jeder hat im Endeffekt irgendwie einen anderen Weg genommen und das fand ich irgendwie wahnsinnig interessant. Okay, jetzt könnte ich hier oben her, theoretisch. Also praktisch auch, aber da zeigt sich jetzt noch, ob ich das auch wirklich kann, weil der da vorne bewegt sich irgendwie nicht. Nicht, dass ich irgendetwas dagegen hätte. Ups. Coole Sache. So. Oh Gott, es ist hell. So, hier ist dunkel, das heißt, hier kann ich speichern. Mal kurz auf die Zeit achten hier. Oh Gott, ich habe erst 6 Minuten. Ha. Oh, der hat so schöne Sachen am Gürtel. Da unten rennt, glaube ich, noch einer rum, ne? Ich verhungere. Ist gefährlich. Ich will die Sachen da vorne nicht liegen lassen, die sind so wertvoll und... Kann ich dich ausschalten? Kann ich dich? Nicht, wie sehr du leidest, bis er mich geheilt hat. Irgendetwas stimmt nicht. Oh, diese verfickten Vögel. Darauf habe ich diese verdammten Vögel. Oh, hi. Bin noch mal weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinrenne, aber ich laufe einfach mal. In eine Sackgasse. Ist hier nicht gerade einer gewesen? Der ist einfach wieder weggerannt. Aua! Ey, Bogenschützen sind fies! Au! Ich weiß sowieso, dass ich wieder sterben werde. Ey, hier komme ich ja gar nicht weiter. Das ist fies. Hi, Überraschung. Autsch. Ah, oh, das sah aber gefährlich aus. Mann, das sah wirklich gefährlich aus. Und ziemlich schmerzhaft. Ja, das mit dem Weglaufen üben wir nochmal. Betritt die Rotunde. Ah, okay, das heißt, dass da jede Menge Leute noch sind. Ich hätte vielleicht auch oben hergehen sollen. Ich glaube, das wäre einfacher. Aber ich glaube, es gibt auch gar keinen komplett oben rum. Doch dann kam Orion. Ja, Orion, der Heiland. Diese verdammte Vögel, ey. Ich krieg zu viel. Ja, komm, geh darüber. Ah, da vorne kann ich hoch. Ah, das ist schön. Diese verdammte Stadt. Okay, sehr toll. Sehr schön. Ich muss warten, bis der wieder hierher gekommen ist. Mir ist das zu unsicher. Er kann halt jeden Moment wieder hier hinkommen. Das ist quasi meine Nische zum Verstecken hier. Das ist schön. So, und wenn er jetzt hier weggeht, dann gehe ich halt darüber. Northcrest ist tot. Und die Schwermut ist vorbei. Wie es Orion versprochen hat. Wer war das? Niemand. Nur ein Narr reizt die Götzen der Dämmerung. Ich muss mich geirrt haben. Geh zurück auf deinen Posten, Freund. Was? Falls der Baron dich schickt. Versteck dich nur! Hä? Was zum Henker wollen die? Der Ungläubige! Nein, ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Er ist nicht mehr da. Er ist ungläubig, aber nicht dumm. Danke für das Kompliment. Ernsthaft?
Ernsthaft? Ich muss einfach nur hier hoch und dann sehen die mich nicht mehr? What the fuck? Da sind aber noch zwei Münzen. Da vorne liegt auch noch was. Ah, jetzt muss ich halt warten, bis die nicht mehr so aufgewühlt sind, hier die komischen Faggots. Da ist noch ein Mohn. Da vorne hat auch noch irgendwas geblinkt. Eigentlich muss ich den ganzen Stuff überhaupt nicht mehr mitnehmen. Ich habe doch eigentlich genug, oder nicht? Ach so, ich muss hier rein. Das ist eine Rotunde. Okay, ja, gut zu wissen. Könntet ihr bitte aufhören, hier durch die Gegend zu laufen, wie so aufgescheuchte Hühner? Ist ja nervig. Ja, genau. Geht wieder auf einen Posten und gut ist. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Das da auch. So, 4200, Alter. Natürlich brauche ich den Scheiß nicht mehr. Boah, diese Vögel. Sie nerven. Ja, ja, ja. Okay, zwei Wasserfälle habe ich noch. Ich muss jetzt noch überlegen, wie ich am dürfsten darüber komme. Möglichst ohne gesehen zu werden. Ganz kurz. Direkt ins Licht, es geht ganz schnell. Meine Geduld hat Grenzen, Ungläubiger. Wo bist du? Okay, das könnte schwierig werden. Moment mal, da oben? Nee, kann ich keinen Seilfall dran poppen. Die Dämmerung wird mir helfen, dich zu stellen. Glaub mir, ich bin mir unsicher, wie ich das machen soll. Ich könnte jetzt einfach hier runter, mich da unten in der Ecke zwischen dem Glas und der Wand verstecken und dann quasi immer durch die Schatten huschen. Und je nachdem, wie die halt gerade laufen, könnte ich halt gucken, ob ich da vorbeikomme. Aber irgendwie scheint mir das doch relativ schwierig zu sein. Ach, ich kann es einfach nicht liegen lassen. Kann ich diese verdammten Vögel irgendwie töten? Die Dämmerung wird mir helfen, dich zu stellen. Der Rabe spürt unseren Freund. Nein, 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 nein! Ach. Jetzt habe ich natürlich da oben nicht mehr gespeichert, verdammte Scheiße. Ach ja, komm, mein Gott. Es ist so nervig. Oh, ich habe hier unten doch gespeichert. Hä? Wo? Zum was? No! Halt. Das kann nicht sein. Das kann definitiv nicht sein. Okay, wie steht's mit der Zeit? Ja, jetzt seht ihr. Da habe ich nämlich schon wieder fast die ganze... Bin ich denn blöd? Oh, da kann ich Seilpfeile anbringen. Okay, wenn ich ehrlich bin, ist mir das jetzt zu blöd. Ich will da nicht wieder hoch. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, ich laufe dem jetzt einfach hinterher. Was ist hier los? Ich hasse diese Vögel. Ich werde dir nichts tun. Jojo, nein, natürlich wirst du mir nichts tun. Du gehst nur mit deinen Schwertern und Bögen auf mich los. Richtig, bleibt auf eurem verdammten Posten. So sieht das aus. Wartet, ich muss diesen verdammten Vogel töten. Oh Gott. Oh Gott. Pass auf, wenn du die Dämmerung erleben willst. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Könnte ich den eigentlich umhauen? Ne? Oder zumindest beklauen? Ich traue mich nicht. Wo sind denn diese komischen Gaspfeile? Da. Ich weiß, dass ich den Vogel damit töte, aber das ist mir egal.
hören, da war was. Da war nichts. Nur diesen verdammten Vogel außer Gefecht gesetzt. Oh nein, habe ich den damit jetzt alarmiert? Oh, es nervt. Egal, was ich mache. Okay, wartet. Wo sind diese komischen Sägepfeildinger? Da. Er kann uns nicht entkommen. Doch, kann er. Stell dich der Dämmerung. Teufel werde ich tun. Nur für den Fall, dass du mich angreifen solltest. Ich bin bereit. Ach, ich kann doch da oben her? Moment mal. Hey, ich kann doch da oben her. Halt! Stopp! Zurück! Zurück! Ach shit, Mann. Hätte ich das mal früher gewusst. Okay, da oben kann ich einen Seilpfeil dran pappen. Mann, ey. Okay. Kann ich das auch von hier aus? Das wäre cool. Bingo. Nichts. Bitte? Hier ist niemand gefallen. Bin ich denn jetzt blöd? Wie zum Henker hat der... Wozu ist dieser komische Seilpfeil hier gut? Ich dachte, ich könnte jetzt hier oben her. Ach Mann. Nichts zu sehen, nichts zu töten. So sieht's aus. Mach dich nicht ins Hemd. Oh, hi. Okay, also irgendwie konnte ich doch nicht hier oben her. Aber warum nicht? Da sind doch überall... Da ist doch... Oder? Bin ich jetzt blöd? Pfui. Pfui. Nein. Nein. Da! Der Ungläubige! Ruhig. Was du kannst, kann ich auch. Und schon hat man Ruhe, Mensch. So einfach geht das. So, jetzt ist immer noch die Frage... Läuft da hinten auch einer rum? Jetzt ist immer noch die Frage, warum dieser Seilpfeil, wenn er mir nichts bringt. Das ist doch zum Mäusemelken, Mensch. Ich könnte verrückt werden. Ich weiß, was ich mache. Ich hau den einfach um, wenn er hier rüberkommt. Der da hinten könnte mir noch gefährlich werden. Boah, dieses elendige Licht. Ja, den Vogel? Hatte ich... Ist das jetzt der Speicherstand, wo ich den Vogel umgehauen hatte? Ja, ne? Das wäre wirklich optimal. Oh Gott, wie blöd ich bin. Oh Gott, wie blöd ich bin. Ja, da kann man doch auch mal drauf kommen. Los, da. Folgt der Flasche. Hallo? Das dauert mir zu lange. Gute Nacht. Ist da noch irgendwo eine? Da ist noch eine. Hey, war schon. Ach shit. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Okay, die Pfeile müssen sitzen. Awesome. So gefällt mir das. Jetzt mache ich die Fackel da vorne noch aus. Hey. Ein Götze ist tot.
Ich habe keine Pfeile mehr, du Sack. Diese Gnade bekommst du nicht. Hey, komm doch vor. Ich kann dich so nicht treffen. Hallo? Komm schon, ist das dein Ernst? Wenn der Kerl hier ist, holen wir ihn uns. So bestimmt nicht. Ah, Truhe ist ein bisschen verbrannt. Wollen wir den auch nochmal looten hier? Ey, psch. Okay. Ja, super, das ist die Sackgasse, in der ich letztens gelandet bin. Juhu. Rennt hier jetzt noch irgendwer rum oder kann ich jetzt den ganzen Stuff hier einsammeln? Dies wäre sehr schön. Ach Gott, hier geht's auch nochmal runter. Na. Gut. Gib mir das. Und gib mir das. Und gib mir das. Gut, dann halt nicht. So, dann kann ich mich jetzt halt dann doch noch um dieses Schloss kümmern. Komm schon, danke. Ja gut, das dürfte ja keinen mehr aufscheuchen. Ich habe selbst den Vogel umgehauen. Jo, was war hier jetzt nochmal drin? Ja toll, da sind jetzt die Sägezahnpfeile drin, die ich jetzt vorhin eigentlich gebraucht hätte. Ach, naja. Aber ich merke, wie schön einfach das ist, wenn man einfach alle umhaut. Es ist wundervoll. So, ich würde sagen... Haltet doch die Schnauze, ihr dämlichen Vögel. Und da ist nochmal was zum Speichern. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will jetzt erstmal hier rüber. Ach ja, da war ja was. Hier. Da oben. Da ist schon sein Pfeil. Das heißt, ich könnte hier hoch und dann hier hoch und dann könnte es hier oben eigentlich auch weitergehen. Das hätte ich jetzt theoretisch ohne Probleme machen können, ohne dass ich alle Wachen hier umhaue. Aber sowas lustiger. Krabums. Hier lag noch irgendwas, was geblinkt hat. Ja. Das nehme ich mit. Siehste? Ich brauche einen Plan. Und hier ist er. Reingehen und improvisieren. Das ist doch ein Plan. Ich würde sagen, den setzen wir im nächsten Part fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sehe da was blinken. Oh, wartet, ich muss erst einsammeln. Das blinkt. Ich kann nicht aufhören. Ich werde langsam zur Elster. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.